AMG wird auch im Elektrozeitalter der sportliche Ableger von Mercedes bleiben. Der erste seiner Art wird wohl der AMG EQS werden. Die ersten Erlkönige sind auf der Nordschleife gesichtet worden und damit beginnen die Spekulationen um die Leistung. Wahrscheinlich wird es mehrere Stufen geben, einen AMG EQS 53 und einen 63er, eventuell noch mit einem S dahinter. Das bedeutet, es könnte Leistungsstufen von rund 600 bis rauf auf über 750 PS geben. Wenn wir es mal mit dem Porsche Taycan vergleichen, würde es im Topmodell auf 761 PS hinauslaufen. Aktuell steht der PS-Meter beim Mercedes EQS bei 523 und zwar in der aktuell höchsten Ausstattung EQS 580, da ist also noch Luft nach oben. Sicher ist, dass auch die AMG-Modelle mit dem großen Akku-Pack mit rund 107,8 Kilowattstunden kommen und dass es immer Allrad geben wird. Im Frühjahr 2022 erwarten wir den AMG EQS auf der Straße. Und schon auf der IAA in diesem Jahr soll er vorgestellt werden. Mit einem Einstiegspreis von rund 150.000 Euro.